Mael Corbus, 0-2, 15 Niederlage in Folge, alles probiert. Warum hat es am Ende nicht geklappt? Ich glaube, es liegt nur an Effizienz. Was machen wir aus unseren Chancen? Was machen die aus ihren Chancen? Und ich glaube, jeder, der das Spiel angeschaut hat, hat gesehen, wie viele Chancen wir hatten und wie viele die hatten. Leider reicht es nicht. Also wir müssen am Ende Tore machen und am besten keiner kassieren. Aber jetzt gerade ist es läuft halt so. Es war ja deutlich verbessert als in den letzten Spielen. Erste Halbzeit muss man eigentlich in Führung gehen. Warum hat es nicht geklappt? Ja, ich glaube, ich habe die Frage gerade beantwortet. Ja. Wir machen in der ersten Halbzeit die Tore nicht rein. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir sofort Ecken, Einwürfe, alles Mögliche. Die Schüsse werden geblockt oder gehalten. Und dann kommen die zweimal zu unserem Tor und machen, oder beziehungsweise eine Ecke, und kommen auf einmal Ende des Spiels zu uns und machen das Ding rein. Wie kommt man da raus? Ist toxische Mischung. Hinten kassiert man immer einen, sozusagen zwei, jetzt in jedem Spiel. Und vorne macht man trotz bester Chancen die Dinger nicht rein. Wie kommt man aus dieser Teufelsspirale raus? Ja gut, wir müssen einfach weiter Gas geben. Also ich glaube, der Prozess stimmt, wie wir spielen, stimmt. Also das passt. Leider fehlen die Ergebnisse. Das ist im Fußball. Fußball ist halt ein Ergebnissport. Also das müssen wir. Ich kann hier nicht viel sagen. Wir geben jeden Tag Gas im Training, wollen hier auf dem Platz alles erzwingen, aber gerade läuft es halt nicht. Die Fans haben, glaube ich, die Mannschaft sehr gut unterstützt, muss man sagen. Ein bisschen kippte das Ganze nach dem 2-0. Da gab es vereinzelt Knie-Hat-Rausrufe oder wir haben die Schnauze voll. Können Sie es als Spieler verstehen? Ja gut, also die haben, was ich mitbekommen habe, das ganze Spiel gut unterstützt. Ja. Wir sind alle sehr dankbar. Wir wissen, in welcher Lage wir uns gerade befinden. Und auch mit den letzten 2-3 Jahren hier im Verein, was passiert ist. Wir können uns da nur bedanken. Und was am Ende man hört oder mitbekommt, habe ich auf dem Platz nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. Das ist eine kritische Situation jetzt trotzdem. 5 Niederlagen, nur ein Sieg, glaube ich, seit Ende Oktober waren Sie noch nicht dabei im letzten Jahr. Aber jetzt droht schon der Abstiegsplatz für morgen, glaube ich, Mannheim gewinnen. Oder zumindest punktgleich dann mit dem Abstiegsplatz. Ja, Fakt ist, wir haben noch 14 Spiele. Das sind noch 42 Punkte. Von daher, wir müssen einfach so schnell wie möglich die Punkte holen. Das hört sich so Klischee an, aber das ist einfach so. Wie wir Fußball spielen, können wir heute 3 Punkte holen, so wie letzte Woche auch. Okay, dann alles Gute dabei in Freiburg nächste Woche. Danke.